So, willkommen zur Wikipacker WG 2020 auf dem RC3 Remote, was sonst in diesem Jahr. Wir sind heute hier von Jugendhakt und möchten euch ein bisschen was zu den Jugendhakt Clubs erzählen. Die Events kennt ihr ja schon seit Jahren und nehmt daran teil. Ich habe das Vergnügen, heute mit Jasper zu sprechen aus Heidelberg Hallo. und mit Lisa aus Heilbronn. Hallo. Hi, wie geht's euch heute? Gut. Pandemiebedingt super. Voll aus, die Sonne scheint, man wird ja anspruchsloser. Okay, aber dafür habt ihr umso mehr Spaß wahrscheinlich in den Labs. Ich würde die erste Frage gerne an Jasper stellen. Jasper, du bist ja eigentlich auch schon so ein altes Alpaka, was seit ein paar Jahren das Jugendhakt-Event in Heidelberg organisiert. Und Genau. jetzt, seit diesem Jahr, hast du auch ein Lab. Wie kam es dazu? Und was unterscheidet dann so ein Event von einem Lab? Genau, also wir sind hier in Heidelberg seit 2018 auf der Jugendhakt-Landkarte fest verortet und genau und betreiben hier schon seit über 5 Jahren so ein Makerspace, in dem wir eigentlich schon immer irgendwie sowas machen wie so ein Lab, aber haben uns dann total gefreut, dass wir jetzt auch unter dem Label Jugendhakt Lab hier ein ganz besonderes Angebot für Jugendliche schaffen können. Was eben, und da liegt auch schon der große Unterschied zu den Hackathons, einfach ein Angebot ist, was regelmäßig stattfindet. Denn alle, die die Hackathons kennen, von Teilnehmerinnen oder Mentorinnenseite, wissen, wie viel Energie, Leidenschaft und Spaß bei diesen Events herrscht. Und oftmals geht so ein Event einfach viel zu schnell vorbei oder eigentlich immer. Und wir haben uns oft schon gefragt, wie kann man das eigentlich irgendwie diese Energie weitertragen? Wie kann man regelmäßiger an Projekten arbeiten? Und dabei auch Ideen umsetzen, die manchmal eben mehr als nur ein Wochenende brauchen. Und genau, ich glaube, das ist genau das, in diese Kerbe schlägt die Idee und das Konzept der Jugendhack Labs, das tolle Motto mit Code die Welt verbessern, auf so eine Verstetigung bringen und Jugendlichen in ihrer Region die Möglichkeit geben, sich ja einfach regelmäßig zu vernetzen, dabei wirklich bleibende Freundschaften aufzubauen und eben auch Projekte zu realisieren. Genau, die einfach ein bisschen zeitaufwendiger sind und wo man dann vielleicht auch etwas langsamer, mit ein bisschen mehr Ruhe lernen kann. Und genau, aber letztlich ist die Idee gleich, die Konzepte sind sehr ähnlich. Wir haben ja das alles, was in puncto Code of Conduct, die ganzen Werte, die ganzen Philosophie, ob das jetzt Jugendhackt Hackathon oder Jugendhackt Lab ist, ist eigentlich vollkommen egal. Es ist ja alles Jugendhackt. Auch der Austausch und die Beziehung mit den Mentorinnen ist letztendlich die gleiche. Vielleicht noch ein bisschen intensiver in den Labs. Genau, und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, jetzt da mit on board zu sein und haben, genau, erst ganz kürzlich im November im Nachgang zu unserem Hackathon unser Jugendhack Lab eröffnet. Hier im DRI in Heidelberg in unserem Makerspace. Ja, genau. Ihr solltet ja eigentlich schon im Frühjahr öffnen und dann kam, ihr wisst schon, das ist ja fast schon das Wort 2020. Von daher ein bisschen verspätet, aber fast zeitgleich mit Heilbronn. Lisa, magst du mal erzählen? Du bist ja ganz relativ neu hier im Jugendtaktkosmos. Was für dich so Genau. die Erfahrungen sind bis jetzt, die du gemacht hast? Ja, Mechthild, wie du ja gerade gesagt hast, ich bin ja im Oktober ganz, ganz frisch gestartet und hat es natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, gerade weil man sich natürlich nicht so sehen kann wie unter normalen Bedingungen. Aber ich glaube, wir haben es super gelöst und wir haben dann Ende November aufgemacht und natürlich geht man mit einer gewissen Sorge ran. Erreicht man die Jugendlichen? Kann man ein Angebot schaffen, was noch Spaß macht neben den ganzen Online-Veranstaltungen, Homeschooling? Aber ich glaube, wir haben es tatsächlich ganz gut geschafft und haben jetzt nach drei Veranstaltungen tatsächlich schon so einen kleinen Kreis aus, man könnte fast sagen, alteingesessenen Jugendlichen, die jetzt alle drei Veranstaltungen mitgemacht haben. Und ich glaube, es kann tatsächlich auch gelingen, eben online so eine gewisse Art Schutzraum zu schaffen, wo die Jugendlichen sich wohlfühlen, wo sie auch auf eine gewisse Art und Weise sogar schon Vertrauen fassen können. Also wir haben jetzt gemerkt, von der ersten bis zur dritten Veranstaltungen, die Jugendlichen werden lockerer, sie machen ihre Kameras an, sie sprechen mit den Mikrofonen und nutzen eben nicht nur den Chat. Und das ist sehr schön zu sehen, dass es auch digital gelingen kann.
Ja, das klingt doch schon mal ziemlich gut, trotz angehender Remote-Müdigkeit. Aber das ist wahrscheinlich das neue, the new normal, woran wir uns gewöhnen müssen. Oder auch nicht. Ich will mich eigentlich nicht dran gewöhnen. Ich glaube, viele Jugendliche freuen sich auch wieder live und direkt dabei zu de sein, denn einige Sachen gehen ja noch nicht. Also, Jasper, bei euch im Makerspace ist es nun schwer, remote an so eine Genau, hier ist CNC-Fräse zu kommen oder so. absolut, hier ist ein bisschen, also sehr, sehr schade, dass hier einfach Stille eingekehrt ist. Und also wir brennen darauf, endlich wieder hier richtig unsere Türen und Tore aufzumachen. Und hatten auch natürlich für das Konzept, wie wir unser Lab starten wollten, mussten wir da komplett umplanen, denn wir wollten eigentlich mit so einer ja, kompletten Makerspace-Einführung starten, mal zu lernen, wie funktioniert ein 3D-Drucker, was ist Lasercutting, ein bisschen mit der Elektronik-Ecke tüfteln. Und genau, das konnten wir jetzt alles nicht wirklich machen. Und ich meine, ich schließe mich Lisa vollkommen an, dass man remote auf jeden Fall vieles schaffen kann. Ich war persönlich auch sehr davon überrascht, wie viel da möglich ist. Freue mich aber wirklich total, endlich wieder mit den Jugendlichen face to face in einem Raum zu sein und ja, auch einfach die Möglichkeiten, die gerade so eine Werkstatt einfach auch bietet für die Selbstentfaltung, für das Spüren der eigenen Energie und irgendwie auch, was man mit den Händen und mit Kopf zusammen irgendwie machen kann. Das vermisse ich schon sehr und ist, glaube ich, gerade auch das, was die Jugendhack Labs dann irgendwie auch auszeichnet, dass man eben gerade auch an Hardware ganz anders arbeiten kann, als das bei den Events der Fall ist. Das stimmt. Wir sprechen gerade so ein bisschen über Remote und darüber, dass eben bestimmte Sachen eben nicht möglich sind, die normalerweise in so einem Makerspace möglich sind. Was wurden denn bis jetzt für Projekte bei euch gemacht? Also ich meine, ihr seid ganz frisch, aber woran arbeitet ihr gerade mit den jungen Menschen oder woran arbeiten die jungen Menschen gerade? Lisa, magst du kurz so ein bisschen erzählen? Klar, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, womit startet man? Und ich glaube, dass Digitalisierung, so dieses große Wort, man kennt es, die Jugendlichen haben es bestimmt schon mal gehört, aber oftmals begreift man vielleicht auch nicht, warum betrifft mich das eigentlich und wie beeinflusst mich das vielleicht auch in der Zukunft? Will ich da überhaupt mit teilnehmen? Und deswegen haben wir mit einem kleinen Impulsvortrag gestartet und ja, haben den Jugendlichen einfach gezeigt, was für Möglichkeiten sich ihnen dadurch bieten können und dass es tatsächlich auch richtig viel Spaß machen kann, dass wirklich nicht jeder der Hacker der Zukunft werden muss, aber dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, so mit Neugier und mit Offenheit an diese Möglichkeiten ranzugehen. Und das wurde so gut angenommen, dass dann unser erster Programmierworkshop wirklich ja, mit ganz viel Enthusiasmus, mit ganz viel Spaß gemacht wurde. Und wie Jasper gerade gesagt hat, es gibt den Jugendlichen so viel, wenn die am Ende ein Ergebnis in der Hand haben. Und bei uns konnten sie dann eben am Ende einen Taschenrechner programmieren. Und das sind so diese kleinen Dinge, aber es gibt ihnen unwahrscheinlich viel, vor allem, weil sie dann auch begreifen, was, ja, was Digitalisierung oder IT und Technik für sie selber auch bedeuten kann. Und wir haben dann uns auch gefragt, was sind denn so die Bereiche, in denen die Jugendlichen wirklich schon mit diesen digitalen Werkzeugen arbeiten könnten? Und haben dann tatsächlich vor wenigen Tagen einen Workshop angeboten, in dem wir den SchülerInnen gezeigt haben, wie sie ihre eigenen Referate mit digitalen Werkzeugen aufpimpen konnten. Und wurde wirklich gut angenommen, weil natürlich das Biologiereferat wesentlich näher dran ist als, ich sag mal, eine App programmieren. Obwohl man sagen muss, dass die Jugendlichen sehr ehrgeizig sind, sehr ehrgeizige Ziele haben und wirklich auch sagen, wir möchten Spiele entwickeln, wir möchten eine App programmieren, wir möchten wirklich Dinge schaffen. Und wir arbeiten uns jetzt gerade so Stück für Stück ran, wachsen gemeinsam und macht einfach viel Spaß. Das klingt schon ziemlich cool. Das ist ja auch für Heilbronn. Ihr seid ja da relativ, also ihr seid ja ganz neu da. Es gab kein Event. Das heißt, ihr baut euch gerade auch das Publikum auf. Also die jungen Menschen kommen ja relativ neu zu euch. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders in Heidelberg. Dadurch, dass es da das Event gibt, Jugendtakt schon nochmal einen anderen Namen hat, macht ihr wahrscheinlich auch schon selbst remote andere Produkte oder andere Themen, oder? Ja, genau. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt dahin liegt, dass wir schon länger auf der Jugendhackkarte sind, was wir jetzt unterschiedlich machen. Ich meine, was natürlich ein Riesenvorteil ist, dass wir insbesondere, was die unsere Mentorinnen anbelangt, einfach schon ein riesiges, gewachsenes Team haben von einem Pool von 20 Mentorinnen, die wirklich auch sehr konstant eigentlich jetzt schon seit 3 Jahren hier bei uns im Städteteam sozusagen mit drin sind. Und
Ja, womit jetzt wir angefangen haben, ist, wir haben, weil wir eben unbedingt was mit Hardware machen wollten, haben wir den Teilnehmerinnen so kleine Kits geschickt, in denen ein Arduino-Mikrocontroller mit drin war, ein paar LEDs, ein kleiner Temperatursensor, so ein kleiner Taster und ein Buzzer, um die Jugendlichen sozusagen in das Mikrocontroller-Programming einzuführen. Denn was wir vorhaben, ist ja auch mal wieder ganz getreu dem Motto mit Code die Welt verbessern, ist eine CO2-Ampel für die Klassenzimmer oder auch für zu Hause mit den Jugendlichen zu bauen. Denn genau, wie wir ja wissen, überträgt sich das Coronavirus über die Aerosole vor allem. Und man soll viel lüften, aber man weiß eigentlich oftmals gar nicht genau, muss man jetzt schon lüften, lüftet man zu viel, zu wenig. Gerade in den Klassenzimmern ist es ein Problem. Und da hilft natürlich so eine CO2-Ampel, denn ungefähr mit dem CO2-Level steigt auch die Aerosolkonzentration. Und das ist auch, glaube ich, ein schönes Beispiel für das Jugendhack-Netzwerk, denn im Verstehbahnhof in Fürstenberg im Lab haben Daniel und Simon haben dort so eine richtig coole CO2-Ampel entworfen und wir haben uns gemeinsam sozusagen in der Großbestellung die ganze Hardware aus China liefern lassen und genau, die wurden dann über Deutschland verteilt und wir haben auch so ein Päckchen abgeworfen bekommen. Und genau, tasten uns jetzt gerade mit den Jugendlichen ran an den Bau dieser Ampel. Da ist schon viel vorgegeben auch. Also es gibt einen fertigen Code. Man kann das auch einfach nur zusammenstecken und zack, läuft's. Und wir wollen sozusagen hinter diesen Code gucken und tasten uns jetzt langsam so ran und haben jetzt erstmal sozusagen bei Null mit Mikrocontroller-Programmierung angefangen. Ziemlich cool. Jetzt sind hier ziemlich viele Stichworte gefallen, wo ich dachte, da könnte man direkt noch einhaken. Das eine ist, wow, ihr habt die Kids verschickt an die jungen Menschen da draußen und das kostet ja alles. Ist es für die Teilnehmenden eigentlich kostenfrei, ins Lab zu kommen? Müssen sie da irgendwas bezahlen? Wie ist das? Also bei uns ist es alles kostenlos. Wir haben tatsächlich den Leuten auch freigestellt, gerne eine kleine Spende zu geben für die Hardware, die sie bekommen haben. Denn ja, also ich meine, wer es sich leisten kann, kann natürlich mit seiner Spende es wiederum anderen ermöglichen, solche Angebote auch wirklich in Zukunft und dauerhaft immer kostenlos anbieten, wahrnehmen zu können. Genau, aber Labs und überhaupt Jugendhackt ist ja eigentlich immer eigentlich kostenlos, beziehungsweise für jeden möglich, es kostenlos zu besuchen. Also ja. Geht ja auch darum, so wenig Hindernisse, so wenig Schranken wie möglich aufzubauen. Wir wollen ja auch diejenigen erreichen, die womöglich nicht die idealen Voraussetzungen von zu Hause mitbringen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man eben doch keine finanziellen Hürden überhaupt erst aufbaut, damit man möglichst vielfältiges Publikum auch erreicht. Ja, tatsächlich ist es so, dass die Jugendhack-Labs eben offen sind für alle und auch diejenigen, die kein Laptop zu Hause haben, können sich normalerweise in Nicht-Pandemie-Zeiten immer auch einen Leih-Laptop ausleihen und mit dem weiterarbeiten oder ein Pad. Ich weiß von anderen Labs, dass sie jetzt auch in der Pandemie-Zeit schon Leih-Laptops ausgegeben haben für junge Menschen, was ja total cool ist. Ein anderes Stichwort, was gefallen ist, war das Mentoring. Jugendhackt besteht aus so vielen Menschen, die so viel ehrenamtlich und so viel Herzblut reinbringen, um Wissen weiterzugeben, um den Spirit weiterzugeben. Und Lisa, du musstest dir das jetzt gerade frisch aufbauen. Wie klappt das denn, die MentorInnen-Suche? Also vielleicht habe ich da den kleinen Vorteil, dass ja das Jugendhackt-Lab Heilbronn an der Hochschule Heilbronn verankert ist. Und uns war es von Beginn an ganz, ganz wichtig, dass wir auch so diese Synergieeffekte nutzen, die sich genau durch diesen Standort ergeben. Und wir haben ganz aktiv versucht, Studierende anzusprechen, weil hier natürlich auch der Vorteil besteht, dass sie vom Alter her sehr nah dran sind. Das heißt, dieser Wissenstransfer hat keinen großen Altersunterschied. Der gelingt dadurch ein bisschen leichter, weil die Lebenswelten auch näher beieinander liegen. Und es ist tatsächlich so, dass es vielen Studierenden richtig doll Spaß macht, das Wissen weiterzugeben und auch Jugendliche vielleicht auch für ein Studium im IT- oder Technikbereich zu begeistern, gerade Jugendliche, die vielleicht nicht sofort daran gedacht haben, an eine Hochschule zu gehen. Und in dem Sinne, mit diesem ehrenamtlichen Engagement
Es gibt so viele junge Menschen da draußen, die ihr Wissen weitergeben möchten, die sich engagieren möchten, denen das Spaß macht und vielleicht auch aus eigener Migrationserfahrung zum Beispiel zehren und wissen, wie schwer es sein kann, überhaupt erstmal an diese Bereiche ranzukommen. Von daher, wir arbeiten dran und wir stoßen da auf sehr fruchtbaren Boden, muss ich gestehen. Ja, das freut mich total. Also wenn ihr gerade zuhört und Lust habt, euch zu engagieren, ob in Heilbronn oder in Heidelberg oder Fürstenberg oder Cottbus oder Ulm oder in den ganzen anderen Labs, die wir bald gründen werden noch, könnt ihr natürlich euch immer anmelden unter jugendhakt.org/labs. Jasper, wie ist es bei dir mit den MentorInnen? Also ich meine, Sie kennen nun diesen krassen Sprint praktisch bei den Hackathons. Wie ist es, wenn Sie jetzt regelmäßiger dabei sind? Macht das Ding genauso viel Spaß? Oder ich meine, Lebenswelten verändern sich auch ein bisschen für die MentorInnen manchmal? Ja, also lustigerweise gab es ein paar Mentoren, die sogar auch immer gefragt haben, ja, wann eröffnet denn endlich das Lab? Weil ich würde so gerne mal länger an einem Hardware-Projekt mit Jugendlichen arbeiten. Also ich glaube, für die, die denn genau das, was Lisa beschreibt hat, beobachten wir auch. Und ich glaube, das tun alle in der Jugendhack-Community, dass natürlich der Spaß im Mentoring oftmals ähnlich groß ist wie auf teilnehmenden Seite. Ne? Also das macht einfach Spaß, Wissen zu vermitteln, zu sehen, dass man jungen Menschen irgendwie den Horizont erweitern kann und irgendwie ihnen sowohl mit Perspektiven, was sie vielleicht mal beruflich mit IT machen können, aber irgendwie ganz konkret auch in den Inhalten irgendwie da weiterhelfen. Das befriedigt einfach und macht Spaß. Und genau, also ich glaube tatsächlich, dass das für die Mentoren nochmal eine coole Gelegenheit ist, auch Themen, für die jetzt wirklich auch ihr eigenes Herz brennt, den Jugendlichen zu vermitteln. Denn was ja bei den Hackathons oftmals der Fall ist, dass ja eigentlich die Ideen und Projekte ja alle von den Teilnehmenden kommen. Das versuchen wir natürlich bei den Labs auch so ein bisschen, ne, Bedürfnisse, Interessen abfragen. Aber letztendlich schaffen wir ganz konkrete Angebote auch immer wieder, wo wir einfach sagen, okay, oder wir nehmen uns jetzt vor, im Februar wird es bei uns einen Workshop geben, keine Ahnung, zur Visualisierung von irgendwelchen Animationsgeschichten oder sowas. Und dann haben wir jemanden, der eben Animationsdesign macht, als Hobby oder vielleicht sogar auch als Beruf. Und dann können sich die Jugendlichen ganz konkret dafür eben auch anmelden. Und das ist natürlich immer wieder was anderes, wenn wirklich die Teilnehmer auf genau die Leidenschaft ihrer Mentorinnen auch irgendwie treffen und andersrum. Und ja, also unser Feedback bisher war da durchweg gut und die freuen sich auch über diese etwas, über das etwas ruhigere Setting. Das ist nämlich, du hast es schon genannt, ein Hackathon ist tatsächlich einfach ein Sprint, der auch ja, auslaugt, anstrengend ist, die ganze Zeit so zu socializen und so viel drumherum zu haben, ob das jetzt remote oder physisch ist, das nützt sich, glaube ich, nicht viel. Und da sind die Labs einfach ja, ein bisschen laid back. Deswegen ist auch ein Getränk, was ganz oft bei den Hackathons konsumiert wird, eben eine Mate. Und ich habe das jetzt ja auch ganz authentisch mal getrunken. Ja, ich finde, das klingt alles total gut. Ach so, ich habe übrigens gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich bin übrigens Mechthild und arbeite hier für Jugendhack Lab. Bin dafür verantwortlich, auch im nächsten Jahr. Und guck mal, werde euch gleich noch was erzählen, wie sich das weiterentwickelt. Hab vorher noch Fragen zu den beiden Lab-Leads hier. Wie vernetzt ihr euch denn untereinander? Also du hast vorhin schon, Jasper, das Netzwerk so ein bisschen beschrieben, auch praktisch, wie aus Fürstenberg die CO2-Ampeln praktisch bekommen habt. Jugendhack besteht dann noch aus einem ganz großen Netzwerk. Aber bei den Labs baut sich das ja gerade auf. Wie empfindet ihr das? Wir hatten im September das erste Treffen, tatsächlich noch live und direkt analog. Lisa, wie war das für dich, zum ersten Mal dabei zu sein? Ich wollte es gerade sagen, dieses Treffen. Natürlich kann Remote nicht 100% diesen Live-Charakter, dieses unmittelbare Erleben ersetzen. Und deswegen war dieses Treffen auch sehr, sehr dankbar für mich als völliger Neueinstieg, den ich ja da hingelegt habe. Wie vernetzen wir uns untereinander? Das Schöne ist, dass bei Jugendhakt Vielfalt geschätzt wird und dass man auch egal, ob man einen technischen Hintergrund, einen pädagogischen Hintergrund oder sogar einen kulturwissenschaftlichen Hintergrund, wie ich ihn ja zum Teil mitbringe, all diese Fähigkeiten werden wertgeschätzt und man wird mit offenen Armen aufgenommen und bekommt eben wirklich das Gefühl, dass man zusammenarbeitet und alle Stärken gemeinsam auch nutzt. Und ich glaube, deswegen ist Jugendhakt auch so ein gutes Programm, weil eben diese vielfältigen Potenziale genutzt werden. Und
da tut es natürlich auch unheimlich gut, zum Beispiel mit jemandem wie Jasper, immer einmal im Monat auch mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich auszutauschen, Ideen zu ergründen, die man so gegenseitig hat. Und ja, mir hilft es ungemein, der einmal im Monat Austausch, gerne öfter. Ja, und dann vielleicht noch ergänzend, haben wir ja schon lange im Netzwerk unsere digitalen Kanäle, auf denen wir sozusagen immer instant in verschiedenen Channels und Kanälen themenspezifisch uns austauschen, unsere gemeinsamen SharePoints, wo wir einfach Dokumente, Inhalte, alles Mögliche hin und her teilen. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, dass Jugendhakt auch zu dem geworden ist, was es ist, dass wir einfach diesen Open-Knowledge-Gedanken einfach wirklich durch und durch leben und ausleben und alles wirklich radikal teilen, radikale Transparenz in allen Bereichen haben. Und das hat es mir damals leicht gemacht. Ich glaube, das ist auch das, was Lisa jetzt beschrieben hat. Es ist einfach die Hürde auch für Organisatorinnen und Mentorinnen einzusteigen in Jugendhackt, ist einfach niedrig, weil du sofort auf satte, schön geackerte Beete sozusagen treten darfst und da mitpflanzen darfst. Ja, das habt ihr ganz schön beschrieben. Das ging jetzt gerade auch so ein bisschen runter wie Öl. Das Netzwerk ist total wichtig, auch hier wieder ganz viele Ehrenamtliche. Ich bin auch sehr dankbar. Ich sage auch ganz ehrlich, dieses Jahr war auch für uns alle sehr anstrengend. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass in bestimmten Stellen da wieder ganz viel Kraft und auch Power kam. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Netzwerktreffen, was wir im Januar dann auch remote wie sonst haben werden. Eine Sache sagen darf, möchte ich nochmal, ist... Natürlich ist, glaube ich, Jugendhackt unglaublich wichtig, dass man dieses ganze ehrenamtliche Engagement hat. Aber ich glaube, was man auch echt nicht vergessen darf, ist das Hauptamtliche und das Engagement, was hinter Jugendhackt steht, wo Menschen auch bezahlt werden für das, was sie tun. Denn ich glaube, das ist das, was auch eben diese langfristigen und wirklich festen Strukturen erst ermöglicht hat. Und ich glaube, da ist es immer wieder ganz wichtig, auch sich daran zu erinnern, dass das eben auch nur möglich ist, weil man unterschiedliche Förderinnen und Förderer hat, die und sei das von öffentlicher Seite oder von privater Seite, die das Potenzial in diesem Programm erkennen und eben auch diese Stabilität ermöglichen, die es, glaube ich, wirklich braucht, um so ein offenes und transparentes und vielseitiges Programm am Leben zu halten. Danke, ich bin fast sprachlos. Klar, wir haben im Hintergrund hier in Berlin ein Programm mit natürlich also sehr engagierte, hauptamtliche Mitarbeitenden. Viele kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon da draußen an den Endgeräten. Wir betreuen hier auch die Community, die Online-Community von den ganzen jungen Menschen auf Sulip, wo ja auch jeder und jede Teilnehmerin mit dabei sein kann, wo sie sich weiter austauschen über Projekte. Das wird betreut. Und natürlich, klar, damit das Programm so am Leben gehalten wird, haben wir Förderin. Im nächsten Jahr werden wir die Deutsche Bahn Stiftung hier als Förderin auch haben und für Heilbronn die Hannelore Meyer Stiftung und viele kleine andere Finanzierungsmöglichkeiten. Wir bekommen viele Spenden. Jetzt gerade in den letzten Adventssonntagen haben wir ordentlich auf Better Place nochmal beworben und sind da total dankbar, was da reinkommt. Genau, denn das finanziert unsere Stellen, aber auch viele, viele Sachen im Hintergrund. Denn pädagogische Konzepte müssen geschrieben werden, nochmal angepasst werden für die Labs. Es ist tatsächlich ähnlich, aber doch was anderes, wenn junge Menschen über einen längeren Zeitraum zusammenkommen und auch die MentorInnen. Wir wollen da innerhalb kurzer Zeit natürlich auch so viel wie möglich für junge Menschen rausholen. Denn das ist ja das, warum wir das überhaupt machen, um Lebensläufe positiv zu beeinflussen und zu verändern. Das hat die Lisa ja auch vorhin auch schon nochmal gesagt. Wir wollen, dass Jugendhack ganz vielfältig ist. Wir werden im nächsten Jahr auch einen ganz tollen Schwerpunkt auf Diversity legen, um das auch wirklich mal einzulösen, mehr dafür zu tun, dass so viel wie möglich unterschiedliche Menschenperspektiven, Hintergründe, Wissen in Jugendhakt einfließen kann, um halt immer kleine Verbesserungsprojekte für die Welt zu bauen. Das war jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache und die führe ich auch gleich fort, denn
In 2020 sind wir gewachsen mit den Labs, das habe ich schon vorhin gesagt. Also wir hatten in 2019 zwei Labs, sogenannte Pilot-Labs, wo wir erstmal getestet haben, funktioniert das? Haben junge Menschen überhaupt Interesse, so wirklich regelmäßig zu kommen? Da haben wir echt super Erfahrungen im Verschwörhaus in Ulm und in Fürstenberg im Verstehbahnhof gemacht. Und in diesem Jahr haben wir eben mit Jasper in Heidelberg ein neues Lab eröffnet, mit Lisa in Heilbronn, in Cottbus noch eins. In diesem Jahr mit Christopher und Gordon, die da ehrenamtlich ganz viel tun. Und wir werden im nächsten Jahr weiter wachsen. Denn wir möchten, dass Jugendhackt und vor allem die Labs und der Spirit dahinter und auch der ganze Gedanke so viel wie möglich Orten wirken kann. Und deswegen haben wir uns als Ziel gesetzt, mindestens 10 neue Labs im nächsten Jahr zu öffnen. Und das ist... Da werden wir ganz schön rödeln hier in Berlin im Team, aber auch viele Menschen draußen weiterhin vor Ort. Das wird für uns eine herausfordernde Zeit, gerade weil wir nicht genau wissen, ne, wie funktioniert das? Können wir das, werden wir mal analog wieder die Türen öffnen oder nicht? Ich kann aber jetzt schon sagen, wer Lust hat, ein Jugendhack-Lab im ländlichen Raum vor allen Dingen zu öffnen, denn da sind ja eigentlich die meisten jungen Menschen, ich will nicht sagen abgehängt, aber sie haben die wenigsten Möglichkeiten, dort sich zu verwirklichen. Es gibt die wenigsten Angebote. Es ist eine total doofe Infrastruktur, wo dann irgendwie Mama oder Papa oder Oma oder Opa sie mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen. Wir möchten probieren, an so viel wie möglich kleinen Orten eben auch Labs zu öffnen. Und wenn ihr Interesse habt und selber vielleicht schon so einen kleinen Makerspace habt, könnt ihr gerne euch im nächsten Jahr bei uns bewerben. Wir haben geplant, 2 Calls für Application zu machen, einen im Frühjahr und einen im Herbst. Und dann machen wir so eine kleine Bewerberrunde, gucken, was ist da schon vorhanden, wie können wir unterstützen. Und dann werdet ihr Teil dieses wunderbaren Netzwerkes und werdet vielleicht irgendwann Lisa und Jasper auch mal persönlich treffen. Das ist unser Ziel. 10 Events haben wir in Deutschland, Österreich und Schweiz zusammengenommen. Und wenn wir nächstes Jahr es schaffen, 10 Labs zu eröffnen, glaube ich, wird Deutschland so ganz langsam so ein Jugendhackt-Land auch werden. Aber das ist unser Ziel. Genau. Wie ist denn letztendlich nochmal kurz über die Menschen zu sprechen, die tatsächlich die Zielgruppe sind, also die Menschen, die am meisten profitieren von den Labs? Nämlich, ich würde gerne nochmal über die jungen Menschen vor Ort sprechen. Wie ist es denn? Also wenn sie nicht kommen würden, dann würden ja die Labs nicht existieren oder wäre auch nicht der Bedarf sozusagen da. Wie ist denn die Rückmeldung von denen? Fühlen die sich wohl bei euch? Wie aktiv können sie sich einbringen? Gibt es viele Mädchen, die da teilnehmen? Jasper, magst du mal anfangen? Ja, gerne. Also bei uns, ich war super happy darüber, dass wir tatsächlich, anders sogar als bei den Events, dieses Mal wirklich eine fast 50-50-Verteilung von Jungen und Mädchen hatten, was wirklich was Besonderes ist in diesen, Technik und IT-Angeboten, die auf Freiwilligkeit basieren. Das ist was, wo wir auch immer schon hier bei uns im Makerspace am Kämpfen sind, hier junge Mädels mehr reinzubringen. Und genau, ich meine, was jetzt natürlich die Mitgestaltung anbelangt, so sind wir da gerade jetzt pandemiebedingt einfach, ist ein bisschen limitiert, weil es natürlich einfach irgendwie wichtig ist, dass man auch ein rundes, dann doch gut vorbereitetes Setting hat, damit das online gut funktioniert. Spontanität und Remote, viele Jugendliche und Technik arbeiten, alles zusammen ist ein bisschen schwierig. Da brauchst du einfach eine gute Organisation und eine gute Grundlage sozusagen, damit man da arbeiten kann. Wir hoffen natürlich jetzt, dass wir das, je erfahren wir auch und je vertrauter wir in der Gruppe werden, dass da einfach, da wachsen natürlich die Gestaltungsspielräume. Und was das Feedback anbelangt, so waren die Jugendlichen aber auch bisher sehr dankbar eigentlich für gut vorbereitete Inputs und dann viel Zeit zum Tüfteln und eine gute Betreuungsquote, die auch gerade online sehr wichtig ist. Und genau, ich meine, ich bin immer wieder überrascht, wie, also gerade Jugendhack zieht, glaube ich, auch einfach Jugendliche an, die sich eben wirklich für Technik und diese Sachen eben wirklich begeistern und interessieren. Und dass mal selbst ein halbstündiger Input und irgendwie nur auf den Screen schauen und irgendwie wo man irgendwie manchmal schon denkt, die müssten doch eigentlich schon längst abgeschaltet haben, die einfach wirklich voll konzentriert dabei sind und mit vielen Nachfragen kommen, was immer ein positives Zeichen ist. Und ich glaube, das, was Lisa auch beschrieben hatte, dass man sozusagen merkt, wie die Jugendlichen auftauchen, vertrauter werden, sich mehr einbringen, verbal, mit Bild und Kamera,
das ist, glaube ich, einfach ein total gutes Zeichen und auch das, was sie, dass sie wiederkommen. Gerade gestern hatten wir unseren offenen Lab-Abend, wo zwei der Teilnehmerinnen auch gesagt hatten, sie fühlen sich einfach gerade ein bisschen isoliert. Wir haben immer so eine Check-in-Runde am Anfang, wo jeder sagt, wie es ihm gerade so geht. Und zwei haben ganz deutlich gesagt, sie fühlen sich einfach gerade ein bisschen isoliert und haben sich total auf diesen Abend jetzt gefreut, ein bisschen sozialen Kontakt zu haben und gleichzeitig einfach noch ein bisschen was zu lernen und weiterzumachen. Ja, wunderbar. Wie ist es bei dir, Lisa? Ich würde mich da Jaspers Erfahrungsschatz auch anschließen. Ich erlebe die Jugendlichen als sehr ehrgeizig, ehrgeizig ist fast schon das richtige Wort, obwohl es ja eigentlich nicht um Leistung geht. Wir wollen ja, dass es so aus einer inneren Motivation heraus passiert, aber die sind wahnsinnig neugierig und offen, was ja auch so wichtig ist, dass man sich das ein Leben lang bewahrt, neugierig zu sein, offen zu sein. Und es ist so schön, wenn man das noch, wenn man es erlebt. Und bei uns ist es tatsächlich auch, dass wir zwischen 40% und 45% Mädchen haben, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil wir natürlich auch betont niederschwellig angefangen haben und gehofft haben, eben auch außerhalb dieses klassischen Publikums, was sich vielleicht eher für IT und Technik interessiert, eben außerhalb dieses klassischen Kreises auch andere Jugendliche zu erreichen. Und auch wir hatten vor 2 Tagen eine Veranstaltung, wo es besonders schön war zu beobachten, dass die Jugendlichen anfangen, auch aus ihrem privaten Umfeld zu erzählen, wie es ihnen gerade in der Familie geht, ob es der Oma vielleicht gerade nicht so gut geht, wo wir erleben, dass dieser Schutzraum, den wir versuchen anzubieten, auch genutzt wird und geschätzt wird. Und es gibt einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und an welche Altersgruppe richtet sich denn bei euch die Labs? Also wir hatten ja tatsächlich gesagt von 12 bis 17, aber wir haben jetzt auch TeilnehmerInnen, die sind eben von 10 an, weil eben der Bruder seine kleine Schwester mitbringt. Und da sind wir natürlich die Letzten, die sagen, nein, die Nele muss den Computer auslassen und freuen uns, wenn auch die 10-Jährige da schon sitzt und genauso fix dabei ist wie eben ihr 13-jähriger Bruder. Ja, super cool. Und das Schöne ist ja auch, Jugendhackt endet ja für die TeilnehmerInnen nicht, wenn sie 18 Jahre alt werden. Wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig, wenn diejenigen, die eben diese Grenze überschritten haben, als MentorInnen dabei sind. Die kennen Jugendhackt dann schon, die kennen natürlich auch einige der jüngeren TeilnehmerInnen schon. Und da macht es natürlich Spaß, wenn die Jugendhackt auch treu bleiben. Ihr beide habt gerade was ziemlich Wichtiges, glaube ich, auch nochmal angesprochen. Dass Jugendhackt auch einen Schutzraum bildet und auch gerade die Labs, gerade durch wiederkehrendes Interagieren miteinander, sich kennen, kann man sich kennenlernen, intensiver kennenlernen und da entsteht ein Schutzraum, der auch gerade sehr gewollt losgelöst ist von den Eltern, sehr gewollt losgelöst ist eigentlich aus diesem sehr schulischen Kontext, wo junge Menschen nochmal eine andere Identität auch sich vielleicht aufbauen können, ohne voreingenommen zu sein oder ähnliches und neue Menschen kennenlernen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt bei Jugendhackt. Und ihr beide habt das, glaube ich, gerade sehr gut beschrieben, was es eigentlich für junge Menschen bedeutet, dass sie sich auch öffnen und das als tatsächlich nicht nur einen technischen Raum, sondern einen sozialen Raum begreifen. Super. Unsere Zeit ist jetzt schon um. Aber ihr wollt ihr noch was sagen? An alle da draußen? Ja, an alle da draußen. Ich würde mich tatsächlich dem anschließen, was du gerade nochmal gesagt hast. Und ich glaube auch, was das Tolle an Jugendhackt ist, ist genau diese Verbindung aus den Inhalten, aus den Begegnungen, aus den unterschiedlichen Generationen, die da aufeinandertreffen. Und dass es eben sozusagen wirklich ein Gesamtkunstwerk ist, in dem wirklich Platz ist für eine wirkliche persönliche Entwicklung, sowohl was das Wissen anbelangt, was aber auch die eigene Identität, die eigene Haltung zu Themen und so anbelangt und eben auch wirklich ein Lernen zwischen den Generationen stattfindet. Und ich glaube, von genau solchen Kontexten können wir zurzeit überhaupt nicht genug haben. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr über diese tollen Wachstumspläne von den Jugendhackt-Labs und freue mich auch sehr, das, was jetzt vielleicht noch an alle interessant ist, das wirklich Gute an Remote ist natürlich, dass ganz egal, ob ihr jetzt in Buxtehude, Hamburg, in der Nähe von München, in Salzburg oder in einem kleinen Dorf im Erzgebirge oder sowas seid, ihr könnt alle an den Jugendhackt Lab Events teilnehmen, denn sie sind ja gerade remote.
Also schaut wirklich mal auf die Website jugendhack.org/labs und guckt, was da für Angebote sind. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und kommt im Lab vorbei. Und auch wirklich nochmal an das Angebot oder den Aufruf, den Mechtelt gestartet hatte, sich für eine Lab-Einrichtung zu bewerben. Genau, jeder, der irgendwie in dem Kontext ein Makerspace. Wir haben Jasper verloren. Wir haben Jasper verloren. Oh Gott. Aber er ist auf jeden Fall in unserem Herzen. Ich wollte gerade sagen, ich würde im Herzen jetzt nach außen tragen und seine Aussage fortsetzen. Weil auch ich richte mich natürlich an die Jugendlichen da draußen, weil wir mit JugendHackt einfach Raum bieten für eure Ideen. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Lust habt, einfach auch Räume zu finden, wo ihr gehört werdet, dann ist JugendHackt eben genau das Richtige, weil wir euch eben zeigen wollen, dass die Welt da draußen vielleicht tatsächlich genau auf eure Idee wartet, auf euer Wissen. Weil jeder kann mit seiner Kreativität und mit seinem Wissen Dinge verändern oder Dinge erschaffen erstmal. Und ich glaube, das ist auch eben so ein Grundgedanke von JugendHackt, dass jeder selbstwirksam werden kann und gemeinsam mit anderen großartige Dinge erschaffen kann. Wow, das war echt schon fast das Wort zum RC3. Vicky Packer, WG hier, vielen Dank für die coole Bühne, die du hier uns geboten hast, sozusagen, Lisa, mit dir gefüllt hast, sozusagen. Schade, dass ich Jasper jetzt nicht Tschüss sagen kann und danken kann für den Beitrag, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank. Das war es mit unserem kleinen Input und der war voraufgezeichnet. Und jetzt geht's gleich in so eine kleine Q&A. Also, das wird wieder live sein. Ich sage Tschüss nach Heidelberg und Tschüss nach Heilbronn. Hey Jasper. Wir sind gerade dabei, Tschüss zu sagen. Cool, dass du da warst. Vielen Dank. Man sieht auch bei uns, es ist menschlich. Wir sind nicht perfekt, bei uns hakt die Technik auch. We are the robots, falls es noch jemand kennt. Okay. Macht's gut. Tschüss. Kommt gut ins neue Jahr. Bis bald.